Ah, was? Halte R1 gedrückt. Okay, mache ich durch. Wenn ein Pfeil in dir steckt, erleidest du nach und nach Schaden. Warte mal. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Part 2, meine lieben Freunde. Wir sind hier in der Kanalisation von Seattle nach einem Handgemenge mit einem Stalker? Klicker? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, kann die mal nicht auseinanderhalten. Auf jeden Fall, ja, müssen wir jetzt da wohl rein in die Siffe. Das heißt, rein in die Siffe. Oh, warte mal, da blinkt sogar was da hinten in der Siffe. Seht ihr das? Schön im Grauwasser rumschwimmen. Danach brauche ich erstmal eine Desinfektionsdusche. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist das? Flüssigkeit. Hier gibt es eine seelenlose Latte, aber ich habe einen Hammer. Nee. Ich behalte meinen Hammer. Ganz viele Klötze gibt es hier. Das gefällt mir nicht. Warum gibt es hier so viel Ablenkungszeug? Kommt man da überhaupt drauf? Nee. Ist hier überhaupt irgendwie eine Leiter? Also wir müssen hier auf die andere Seite jetzt. Nur erst mal gucken, wie komme ich da überhaupt hin? Hier gibt es bestimmt irgendwie einen Mechanismus, den ich auslösen kann. Irgendwas kann ich bestimmt machen. Ich muss mich mal umgucken. Hier sind so Kabel. Aber das ist es nicht, oder? Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht irgendwie rüberschwingen oder so, oder? Warte mal. Oder einfach hier lang? Nee. Ist es auch nicht? Oder... Ach, ich sehe schon. Tauchen. Wie war denn das nochmal mit Tauchen? Wie ging das nochmal mit ohne? Ja. Und dann mit X wieder auftauchen. So war das. Schön im Grauwasser tauchen. Das ist schon mal gut. Ah! Ah. Toll, der Hammer ist kaputt. Und sie war nur noch eine Staubwolke. Na bitte. Das sollte uns eine Warnung sein. Offensichtlich brauche ich die Latte jetzt doch. Ich brauche jetzt mal eine Latte. That's what she said. Okay, warte, 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 warte. Da geht's aber jetzt nicht lang, oder? Nee. Das war jetzt hier nur so ein Lootraum. Aber warte halt, ich kann doch jetzt hier aufmachen bestimmt. Jawohl. Gehen wir mal lieber hier lang. Ist vielleicht ein bisschen besser. Okay, Moment. Wir müssen wo lang jetzt? Wo ist hier denn hier noch was kaputt? Da geht's nicht rein, genau. Hier kann ich hoch. Kann ich hier runter durchtauchen irgendwie. Warte mal, hier kann ich hoch. Da kann ich lang. Gut, dass ich nochmal zurück bin, sonst hätte ich nämlich den Lootraum nicht gemerkt. Hier kann ich lang. Halt, warte, ich wollte doch die Latte holen. Ich brauche doch die Latte. Hier, brauche ich doch. Ich hab doch sonst nichts mehr. Ich hab doch sonst nichts außer die Latte. Was habe ich denn sonst vorzuweisen, außer meine enorme Latte? Meine harte, feste Latte. Mensch. So, rüber hier. Runter durch. Was für ein Geräusch ist denn das jetzt schon wieder gewesen, ey? Diese Tunnelgeräusche hier überall immer. Warum hältst du dich nicht an der Leiter fest? Okay, dann halte ich nicht an der Leiter fest. Dann springe halt einfach runter, okay. Ignoriere die Leiter einfach, die da vor deiner Nase ist. Verdammt, ich muss hier raus. Ja, dann geh an die Leiter. An die Leiter, die gelbe, die vor dir ist. Sei so anstrengend. Sei so fürchterlich anstrengend hier. In diesem Last of Us 2. Hört ihr, wie angestrengt sie ist? Es ist so anstrengend. Okay. Wo zum Teufel bin ich hier? Schön noch ins Gesicht fassen. Und ja gut, sie hat ist eh schon getaucht im Grauwasser. Es ist eh alles zu spät. Sie ist jetzt eine wandelnde
Krankheitsverbreiterin. Wie war das von wegen, keine Sorge, ich mach dich nicht krank? Spätestens jetzt, würde ich sagen, ist es soweit. Ja, dann mal rein da, ne? Okay. Du bist hier. Und das Krankenhaus ist hier. Ist ja gar nicht mehr so weit. Abkürzung durch den Park. Ach, schön. Bestimmt kommt wieder irgendwas Fieses. Ich will mal gerade noch mal ein bisschen... I see we city presented by to the city of Seattle, okay. Mal ein bisschen gucken. Das haben ja alles Leute gebaut hier. Man muss sich das auch mal angucken, finde ich. Hier darf man nicht rein. Flint's Hamburgers. Hamburgers. Krieg Hunger. Das ist nicht gut. Ich will jetzt keinen Hunger haben. Was? Das ist nicht gut, da hängt einer. Und der hat einer gepfiffen. Ich gehe mal links rum. Ich gehe mal nicht direkt da auf den Hängenden zu. Das könnte eine Falle sein. Ist nur so eine Vermutung. Komme ich hier hoch? Ja. Ah! Oh, shit. Oh, fuck, mein Herz. Ich raste aus. Ah, was? Halte R1 gedrückt. Okay, mache ich durch. Wenn ein Pfeil in dir steckt, erleidest du nach und nach Schaden. Warte mal. Wer zur Hölle? Na toll, das hat nicht funktioniert. Das war's. Meine Latte kann mich doch retten. Nur meine Latte kann mich retten. Nimm mal hier die Knarre. Schnell. Schnell. Zu spät. Ach du Scheiße. Mann, hat mich das jetzt wieder erschrocken, ey. Ich hätte vor allem noch damit rechnen müssen, so. Warte mal, komme ich hier irgendwie vielleicht hier rüber? Leg dich mal hin. Machen wir es mal so, wa? Ist ein bisschen geiler. Bisschen besser auch so. Oh, shit. Haben die Hunde dabei? Ja, ich brauche dringend die schnelleren, lautlosen Kills, ohne Witz. Liegst du? Liegst du? Ja, du liegst. Okay. Vielleicht sollte ich mal gegen die Latte tauschen. Leg dich doch hin, um Gottes Willen. Jetzt steht die wieder auf, weißt du? Jetzt einfach nicht, ja. Ich gehe jetzt sie töten. Oder ihn. Sie oder ihn oder es. Scheiß Fackelträger. Immer erstmal die mit den Fernkampfwaffen, würde ich sagen. Das war gut. Runter, 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 runter. Ja, ja, ja. Schön, schön, schön. Hinlegen, 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 hinlegen. Da ist noch einer. Da hinten ist noch einer, glaube ich. Den will ich hier haben. Hör auf zu pfeifen, du Pfeife. Machen das jetzt Stealth. So weit, so gut. Haha, runter, 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 runter.
Hinlegen, 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 hinlegen. Ist da direkt einer hinter mir? Check's grad nicht. Egal. Oh, krass. Schon wieder so auf 180. Wo sind die anderen? Da ist noch einer, mindestens. Ich finde das sehr nett von ihnen, dass sie sich verraten, indem sie pfeifen. Hole ich mir jetzt den, der da gegenüber noch rumläuft? Da muss ich auf die andere Seite, da habe ich eigentlich keine Lust. Ich will gerne den einen hier, der hier noch rumpfeift, den würde ich jetzt gerne noch platt machen und dann einfach weitergehen, den anderen einfach sein lassen da. Oh, guck mal hier. Ja, ja, pfeift mal schön um die Wette hier, ihr Nasenpfeifer. Runter, 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 runter. Hinlegen. Einer war jetzt noch da. Auf der Seite hier. Es sei denn, es kommen immer wieder neue. Das wäre natürlich ungünstig, aber einer war noch da. Einer konnte mich noch sehen. Oder das war der von der anderen Seite, das glaube ich aber nicht. Einer muss hier noch rumgeistern. Da ist noch einer. Oder ein Nee. Munition. Oh shit, aufpassen jetzt. Jawoll! Runter, 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 runter. Und hinlegen. Waren das jetzt alle? Oder kommen hier wirklich immer wieder welche nach? Das wäre jetzt natürlich ein bisschen doof. Dann kann ich das Spielchen nämlich ewig treiben. Beamcheck da hinten wäre halt noch. Aber den könnte ich theoretisch mit einem Pfeil wegmachen. Jetzt muss ich nur safe sein, dass hier drüben keiner mehr ist. Das ist schwer zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, es ist keiner mehr da jetzt hier. Dann wähle ich jetzt nämlich mal den Bogen aus. Oh, man sieht voll schlecht, warte mal. Mist. Haha. Wie die Fackel ausgeht, herrlich. Okay. Scheiße. Hab ich sie alle? Das müssen die Scars sein. Ich glaube, das ist die Bestätigung, dass ich sie alle habe. Krankenhaus. Ich hab sie wieder alle. Wehe, ihr habt Nora aufgehängt. Ach du Scheiße. Okay, Alter, damit habe ich so nicht gerechnet, ne? Auch mit diesem Pfeil, der dann plötzlich auf mich zu... Hey, warte mal, kann ich mich heilen? Ja, ich heile mich mal. Und mal ein Medkit herstellen noch? Ja. Ja, das war's schon wieder mit herstellen, wa? Ne, Moment, ich kann... Eine Bombe machen wir mal noch. Bomben sind immer gut. Ich löse meine Probleme gerne mit Bomben. Ich grüße an der Stelle meinen Beauftragten beim FBI. So, jetzt kurz umgucken. Okay, das ist die Straße zum Krankenhaus. Mhm, dann gehen wir da mal noch nicht lang. Wir kennen das Spielchen. Wir gucken uns erstmal noch ein bisschen um. Waffen und Munition sind meistens nicht weit. Kann ich eigentlich Pfeile noch machen? Ja, komm, wir machen nochmal Pfeile schnell. Die haben sich gerade bewährt. Zumindest der eine, den ich abgefeuert habe. Oh. Tagebucheintrag. Was hat sie denn eingetragen? Lakeside Seattle Krankenhaus. Ich glaube, das ist es. Achte aufs große rote Schild. Gas, scheiß auf die. Konzentrier dich darauf, warum du hier bist. Ich tausche mal. Ach so, ich hab... Ah, okay, die ich hab, ist jetzt besser. Die hält länger. Ich muss an dem Checkpoint-Tor vorbei. Okay.
Hier durch. Na, wenn da mal nicht Hässlichkeiten drin sind. Okay. Ist doch alles überhaupt nicht laut. Das wechselt jetzt ganz schön rapide so zwischen den Phasen, wo Hässliche kommen und wo Menschen kommen, die auch hässlich sind. Also so Schlag auf Schlag geht das jetzt gerade schon wieder. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass das Finale nicht mehr so weit ist eigentlich. Also es wird auch schwerer. Die Passagen werden schwerer, unübersichtlicher teilweise auch. Finde ich so. Also es ist... Sind das Tauben oder muss ich mir Sorgen machen? Oder beides? Ich glaube, es sind Tauben. Gucken wir mal erst. Wir gucken uns erstmal wieder ein bisschen um. Ne? Erstmal mal schön hier looten und so. Nicht irgendwas liegen lassen, was wichtig ist. Hier sind zum Beispiel Waffenteile. Wir können auch mal wieder die Waffen pimpen, wenn wir mal wieder eine Werkbank finden sollten. Da liegen Snacks. Na, klasse. Dass sie die Snacks aber auch nicht mitnimmt. Also so in die Tasche stecken kann. Sie lässt die halt einfach liegen. Verstehe ich auch nicht so richtig. Aber ich glaube, das habe ich schon im ersten Teil nicht verstanden, warum sie die Snacks immer liegen lassen. Das war da, glaube ich, auch schon so. Ich meine, es wäre ja nun wirklich nichts Schwierigeres oder es gäbe ja nichts Leichteres, als sich die einfach mal in die Hosentasche zu stecken. Die Snacks. Wer lässt denn Snacks zurück? Wer macht denn sowas? Niemand macht das. Kein normaler Mensch lässt die zurück. Nur Leute, die irgendwelche komischen Diäten machen. Warte mal, ich will nochmal gerade schauen. Hier geht's weiter, ne? Ich will nochmal hier ein bisschen gucken. Ich will looten. Hier darf man aber nicht lang. Hier darf man nicht looten. Eine Sammelkarte! Na, immerhin. Doppelgänger. Sehr gruselig. Echter Name unbekannt. Intelligenz 60. Muskelkraft 60. Zugehörigkeit keine. Ein seltsames Wesen unbekannter Herkunft. Dieser Humanoid mit Alabasterhaut und gelben Augen nimmt jede Form an, die man sich von ihm oder ihr wünscht. Es ist Odo. Der Haken daran ist lediglich, dass es mit der Person, die es imitieren soll, in körperlichen Kontakt stehen muss. Die Ähnlichkeit ist nahezu perfekt, nur wenn man ganz genau hinschaut, sieht man nach der Verwandlung noch ein kleines bisschen gelb in den Augen blitzen. Es ist Mystisch. Sei also auf der Hut, wenn einer deiner Freunde zu unpassender Zeit eine Sonnenbrille trägt. Ist ja ein bisschen gruselig. Bin ich ja froh, dass ich nicht gegen die kämpfen muss. Okay, das hat sich jetzt gerade nochmal gelohnt, ja. Nochmal hier abgreifen. Und jetzt raus da. Oder vielleicht noch ein kleines bisschen höher. Hier oben könnte ja auch noch was sein, so an sich. Was war da? Hier könnte noch was sein. Nee. Ja, der rostige Nagel hält uns davon ab. Moment, dann machen wir hier mal schnell ein bisschen Rabatz. Geht die Axt davon eigentlich kaputt? Du stehst nicht mehr auf, oder? Oh, der hat hier gehortet. Guckt euch das mal an. Du teilst doch bestimmt gerne, mein lieber Freund. Du brauchst das doch alles nicht mehr. 58 Zusätze, da können wir gleich nochmal was schlucken. Falls jemand diesen Zettel findet, meine Frau Paige wartet im alten Konferenzzentrum Ecke Pike und Convention auf mich direkt gegenüber vom Pub. Bitte bringen Sie ihr diese Medikamente. Sie ist schwanger und könnte ohne sie sterben. Ich dachte, ich schaffe es, aber ich habe zu viel Blut verloren. Ich bin durch den Wald gerannt, habe ein paar Pfiffe gehört und dann steckte ein Pfeil in meiner Seite. Ich habe mich hier versteckt. Ich glaube, hier bin ich sicher. Schlimmer kann es ja kaum kommen, oder? Mir ist kalt. Ich habe so viele Medikamente aus dem Krankenhaus geklaut. Ich hätte lieber auch ein bisschen Blut mitnehmen sollen. Sorry, schlechter Witz. Meine Frau kann Ihnen sagen, dass ich für meine schlechten Witze bekannt bin. Wenn Sie Paige finden, sagen Sie ihr, dass ich friedlich gestorben bin. Sagen Sie ihr, dass ich hoffe, dass die beiden ein glückliches Leben hatten. Sagen Sie ihr, dass ich sie liebe. Und sagen Sie ihr, dass sie das Kind, wenn es ein Junge wird, nicht nach mir benennen soll. Sie soll den Namen nehmen, den wir ausgesucht haben. Simon Vickers. War das nicht die Location, wo wir uns...
da so rübergeschwungen haben gegenüber von dem Pub. Könnte durchaus sein, dass das die Stelle gewesen ist. Okay, wir haben hier ein bisschen Zeug gefunden. Nicht schlecht. Okay, sehr gut. Da kommt man jetzt also lang. Ja, warte mal, hier ist noch was. Eine Werkbank ist hier jetzt aber nicht, oder? Nee, okay. Da komme ich nicht lang. Und hier darf ich nicht raus. Genau nicht. Dann wieder runter. Hat sich aber gelohnt. Die Munition ist es immer wert, auch mal einen Umweg in Kauf zu nehmen. Weil wir ja hier schon gemerkt haben, ne, die Muni wächst nicht auf Bäumen. Das ist halt echt wichtig. Man muss echt immer mal ein bisschen gucken. Weil wenn man dann mal Muni braucht, braucht man sie richtig. Na los. Fedra Krankenhaus. Da geht's lang. Ich glaube, ich passe durch. Dann mal los. Geil, das. Hier sieht. Bitte! Mach das nicht! Oh, hier sieht's Frösche, guck mal. Isaac plant etwas. Ich verrate es dir. Du. Ob ich den Typen retten kann? Voller Sünder. Ich wollte das nicht. Befreit sie. Nein. Damit sie meine Liebe spüren. Ach, Scheiße. Hätte ich den jetzt retten können, wenn ich schnell genug gewesen wäre? Vielleicht das Seil durchschießen oder so? Jetzt ist er frei. Jetzt ist er frei. Es sind... Sucht nach Versprengten. Sie führe uns. Es sind Kranke. Durchgeknallte. Hast du gehört, was Lily getan hat? Hab ich. Eine Schande. Aber nicht überraschend. Aber ihre Schwester. Ich war schockiert. Ihre arme Mutter. Aber sie hätte merken müssen, dass da hinten steht einer, der kann mich sehen. Oh shit. Okay, warte, jetzt trennen sie sich so ein bisschen. Die da müssten wir wahrscheinlich eher zuerst platt machen. Ich muss sie töten, glaube ich. Also ich sollte versuchen, sie zu töten. Glaube ich schon keine so schlechte Idee. Oh, scheiße. Oder vielleicht doch den Fackelmann. Ich muss schneller werden, ich muss schneller werden, ich muss schneller werden. Komm, 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 komm. Sehr gut. Wie seine Fackel halt auch gut ausgeht. Gut getimed auf jeden Fall. Hinlesen. Schön hinlesen. Immer schön kriechen. Sind wir schon mal einen losgeworden. Ist schon mal nicht schlecht. Einer weniger ist immer gut. Da links oben ist einer. Den könnte man natürlich versuchen mit einem Pfeil. Jetzt könnte man sie natürlich mit Pfeilen sehr gut platt machen. Warte mal. Ach, jetzt hat es doch geschnallt, ja? Nee, da kommt keine Antwort. Ah, ich kann auch so aus dem Unterholz schießen. Das war richtig geil. Richtig geil genatzt. Aber der andere hat's geschnallt irgendwie. Ist der runter jetzt? Was? Oh. Warte mal. Wo ist er jetzt hin? Der stand da gerade noch. Ah, da ist er. Bleib stehen. Ah, nee, ey. Hätte ich mich wohl ein bisschen mehr beeilen sollen jetzt. Den da würde ich gerne noch platt machen. Carolyn, das ist ein Hinterhalt. Hä? Das kam von da drüben. Ach Quatsch. Alles genau absuchen. Ich bin nicht allein. Ach Quatsch. Die sind müde, die haben sich hingelegt.
Aber ich mag dieses Predator-mäßige durchs Unterholz krauchen und sie nacheinander fertig machen. Ich finde das irgendwie geil. Scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Kann ich hier hinten noch lang? Hör mal auf so zu stöhnen, ey. Ich hab meinen Pfeil wiedergefunden. Schnell platt machen. Und dann wieder weggucken. Hinlegen. Und den anderen jetzt. Da ist noch einer offensichtlich irgendwo. Also zwei sind's noch. Einer ist oben. Der andere läuft hier unten noch rum. Wo läuft der andere jetzt rum, ist die Frage. Ah, es ist geil, es ist spannend. Hä? Der ist aber ganz auf dem Holzweg, der eine. Ich finde es echt nett, dass die so ihre Position verraten, indem sie so rumpfeifen. Aber irgendwie sehe ich ihn jetzt trotzdem nicht. Ich kletter mal hier so ein bisschen hoch. Er scheint irgendwo hier oben zu stehen. Ich kann ihn nur gerade nicht sehen. Pfeif nochmal. Okay, der läuft irgendwie hier hoch. Keine Ahnung, der ist irgendwie voll auf dem Holzweg. Der hat irgendwie gar nichts gerafft. Vielleicht mal kurz ein bisschen aufstehen. Ich will jetzt nur nicht in ihn reinrennen. Das wäre jetzt natürlich ungünstig. Ich will schon versuchen, möglichst... Oh, Kacke. Ja, passt doch. Sehr gut. Schön immer pfeifen, dass ich weiß, wo... Nein. Nein. Du hast dich verguckt. Lickchen. Ja, 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 warte. Das ist gut. Nichts zu sehen. Sehr gut. Und abstechen. Und runter, 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 runter. Ihr merkt schon, ich versuche gerade mich hart zu konzentrieren. Dass ich jetzt, nicht hier irgendwie in einen von denen reinlaufe aus Versehen. Deswegen bin ich gerade auch etwas ruhiger, ja. Dass ich mich hier nicht jetzt verquatsche und dann wieder irgendwas nicht raffe oder so. Einer ist da noch irgendwo. Ich hörte auch gerade ein Stöhnen, das nicht von mir kam. Die Frage ist jetzt... Wo? Da hinten stöhnt einer. Irgendwo. Irgendwo hier hinten hat gerade einer gestöhnt. Ja, hier links. Ist es da? Ja, pfeifen, genau. Keiner antwortet mehr. Schon ein bisschen übel. Tja, da habt ihr wohl jetzt Pech gehabt. Ihr Nasen. Hey, was haben wir denn da? Oben sind sie. Oh, fuck. Das war knapp. Das war so ein bisschen knapp. Aber nicht schlecht, nicht schlecht. Warte mal, hat die da was fallen lassen? Ach, immer mit ihren Hammern da. Hatte sie nicht gerade eben noch eine Waffe?
Warte. Oh shit. Nein, verdammt. Was war denn der jetzt mit der Kamera los, lol? Bin ich jetzt entdeckt? Na toll. Wie viele sind denn da noch, ey? Dann kann ich ja mehr Waffe jetzt auch ziehen hier. Links kommt er. Ach du Scheiße, zwei. Schieß! Schieß, schieß, schieß! Mann, Kacke, daneben! Mist, Scheiße! Ah. Ja, Scheiße, okay. Ach, das lief so gut bis dahin, ey. Das lief so gut. Wie nach Drehbuch. Oh, Scheiße, wo bin ich denn jetzt gelandet? Wie viele sind denn jetzt schon platt und wie viele muss ich noch? Okay, da ist eine. Die kommt jetzt ja hier runter, ne? Ah, da oben ist noch einer. Okay, dann gehen wir einfach jetzt hier hinterher direkt. Ja, nun mach halt hinne. Ich geh jetzt direkt da hinterher. Ja, wie viele das noch sind. Heftig. Ich habe schon so viele weggenatzt und trotzdem sind es immer noch so viele. Yay. Da hinten. Sieht die mich hier durch das Gitter? Okay, sie ist dumm. Eindeutig. Eindeutig dumm. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und periphere Sicht ist auch nicht so geil bei ihr. Da atmet doch gerade sonst noch wer. Es klingt, als wenn hier jemand neben mir atmet gerade. Liegt hier noch jemand im Gras? Oh fuck. Nimm ihn! Ach du Scheiße! Der war direkt über mir, Leute! Oh Gott! Hitchen! Der war direkt oben drüber! Ich wundere mich, wo kommt denn das Atmen her? Das ist doch nicht Ellies Atmen. Dann haben wir wieder zwei weniger jetzt. Nicht schlecht. Oh, wen haben wir denn da? Wenn das mir jetzt mal nicht zum Verhängnis wird, dass ich hier hinkrieche. Hm, schön, wie das Bein da rumgezuckt hat. Ich glaube, sie haben einen gefunden. Zum Glück bin ich schon längst weg. Boah, aber krass, ey. Geile Sequenz wieder hier. Nicht schlecht. Also ich muss sagen, gameplay-technisch ist das schon echt geil gemacht. Kann man nicht anders sagen, also. Ist schon der Hammer. Oh, Kacke. Hinlegen, hinlegen, hinlegen. Ist das Gras da rechts hoch genug, dass ich mich da drin verstecken kann? Probier's einfach mal. Steht hier vorne noch einer irgendwo? Ich will jetzt nicht aufstehen und dann meine Posi verraten. Aber ich glaube, um die da hinten Platz zu machen, muss ich meine Posi verraten. So ein bisschen zumindest. Scheiße, das war blöd. Erwischt. Hab ich so? Okay. Lichtchen, Lichtchen. Ja toll, schön verschwendet den letzten Pfeil, ey. Kann man das Spannen eigentlich irgendwie abbrechen? Okay, warte, ich probiere mal ganz kurz. Ich will mal gucken, ob ich Pfeile machen kann. Ich brauche wieder welche. Nicht, dass sie mir jetzt ausgehen. Das wäre jetzt richtig blöd. Im falschen Moment. Hier unten war gerade einer, kann das sein?
Ja, da ist einer. Oh, warte mal. Das ist nicht gut. Da ist ja direkt die Tür zum Treppenhaus. Habe ich gar nicht mehr gecheckt hier. Ob der jetzt da hochkommt? Ich will eigentlich gar nicht so lange warten, ehrlich gesagt. Ich gehe einfach weiter. Wir können sie, glaube ich, unmöglich alle wegnatzen jetzt. Das wäre vielleicht ein bisschen ein sehr krasser Anspruch. Ich gehen wir mal ein bisschen ins hohe Gras, immer schön hier. Nein, waren wir nicht so gründlich wie gedacht. Die sind hier. Irgendwo. Retten wir sie. Hä? Schöne Formulierung mit dem Retten. Oh, hinlegen. Was? Ah! Ach, den habe ich jetzt nicht gerafft, dass der hier ist. Oh, shit, das wird wieder nichts. Mist. Waffe wechseln. Schaffe ich nicht mehr. Schaffe ich nicht mehr. Schaffe ich nicht mehr. Schaffe ich nicht mehr. Ich hatte jetzt nicht gecheckt, dass der andere von rechts kommt. Ich dachte, der geht da irgendwo ganz weit weg. Das habe ich jetzt nicht gemerkt. Okay, egal. War aber trotzdem gut. Vielleicht mal unter den Laster. Könnte eine Möglichkeit sein. Ah, wo ist er jetzt hin? Ist er weg? Jetzt kommen sie natürlich, weil das nicht mehr triggert, jetzt kommen sie jetzt natürlich nicht von derselben Richtung wahrscheinlich. Kommen sie wieder von irgendwo her. Zum Beispiel von da. Ich finde das gut, dass die von weitem nicht sehen, dass da jemand... Oh. Beim Truck. Kacke! Ich wollte gerade sagen, ich finde das gut, dass die nie unter den Truck gucken. Shit. Scheiße. Mist. Ich glaube, das wird schon wieder nix. Das war's. Ah, Mann. Scheiße, die gucken unter die Trucks. Die sind schlau geworden. Mist. Das ist ja eine fiese Überraschung. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die gucken unter die Fahrzeuge. Das stand so nicht im Prospekt. Davon war nicht die Rede. Ja, okay, was machen wir denn da jetzt? Moment, ich könnte natürlich so eine Sprengladung auch legen an sich. Hier, Sprengfalle, warte. Können wir jetzt einfach mal hier eine hinlegen. Boah, das sind 4 Leute, Alter. Einer kommt ja sowieso wahrscheinlich da lang. Was? Wer sieht mich da jetzt? Ja, lauf da lang, genau. Ich hab da mal was vorbereitet. Leg mal hier noch eine hin. Auf die Jagd. Finden wir den Täter. Der Täter. Ja, lauf da mal da rüber da. Nein! Wir werden angegriffen! Lass mal sehen, mein Freund. So, jetzt nimm mal hier den Bogen. Der ist nicht umgefallen? Mist, scheiße.
Jetzt schnell. Da! Oh, fuck, fuck, fuck. Renn, renn, renn! Erstmal heilen. So, jetzt machen wir die einen nach dem anderen platt. Was? Ich hab doch auf ihn geschossen. Hinlegen, hinlegen. Ist hier noch einer hinter mir oder ist sie die letzte? Heilen. Ich finde dich. Nee, tust du nicht. Exzellent. War sie jetzt die letzte? Okay, gut. Scheiße. Junge, 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 ey. Aber spannend ist es. Dieses scheiß Krankenhaus. Es ist unfassbar spannend. Ich würde gerne mal gerade die Gelegenheit nutzen, um einfach mal noch ein bisschen Zeug zu machen. Was halt geht. Offensichtlich so viel geht nicht mehr. Alter, Alter, Alter. Gleich mal ein bisschen noch looten. Nee, das ist nicht euer Ernst. Ich dachte, da geht's einfach weiter. Ich dachte nicht, dass da runter geht, Leute. Ah, shit, da muss ich springen. Oh, scheiße, Mann. Muss ich da springen? Ja, da muss ich springen. Oh, Mann. Ich dachte, da kann man langlaufen. Oh Mann. Oh Junge. Scheren. Oh, ich kann dann wieder Pfeile machen demnächst. Ach du Scheiße. Meine Axt habe ich ja noch. Meine Axt. So, dann schnappt ihr mal hier. Nee, das nicht. Wir brechen mal hier ein. Hier können wir erstmal was essen. Irgendwo muss es doch auch mal wieder eine Werkbank geben. Ich habe schon wieder voll viel Zeug jetzt bekommen. Es kam lange keine mehr jetzt irgendwie. Wird mal Zeit für eine. Bevor ich jetzt da durch diese rote Tür gehe, will ich gerade noch mal schauen, ob hier nicht noch irgendwas anderes ist irgendwo. Zum Beispiel, da kam ich gerade raus, ne? Hier hinten in der Ecke zum Beispiel. Nee. Da muss ich ja weitergehen, da vorne. Dann gehe ich doch mal in die rote Tür rein. Wer weiß. Merci. Ein Laden nur für Merci-Schokolade hier. Okay. Ah! Wie? Aber nein, aber... Dreckiger Scheißkerl! Hahaha! Ach du Scheiße, ich bin noch fast tot. Okay. Offensichtlich nicht so geil. Leben. Hab dich, mieser Wichser. Oh Scheiße. Da lagen noch Riegel, oder? Ich glaube ja. Leg dich mal hin hier. Nicht schon wieder. Ach du Scheiße, ey, krass. Was für ein Juggernaut, ey. Ich heil mich mal. Okay. Eigentlich wäre es jetzt schlauer, sich zu töten, aber egal. Sind die alle so krass drauf? Ja, sind sie. Genau so.
Jetzt habe ich nicht mal mehr Pfeile. Toll. Toll. Ich habe nichts mehr. Ich bleib mal lieber hier in der Ecke. Früher oder später kommen sie bestimmt alle hier raus. Habe ich noch irgendwas? Ich habe noch den schallgedämpften Spaß. Habe ich ihn? Ist er tot? Scheiße nochmal. Waren das alle? Ich hoffe. Okay. Krankenhaus. Junge, 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 Junge. Ach du Scheiße, was ist das denn für... Ist hier so ein... So eine ganz schräge Situation hier. Hier waren doch noch Schokoriegel jetzt. Moment. Hier. Oh Gott, ich bin schon wieder halb tot. Hab keine Muni mehr, nichts mehr. Ich bin total kaputt. Ich kann nichts mehr machen, ey. Oh Gott sei Dank gibt's hier noch Zeug, ey. Sprengladung habe ich jetzt auch keine mehr, ne? Sind auch alle jetzt weg. Glaube, ich wechsle gleich schon mal direkt auf den Revolver und nutze den mal jetzt ein bisschen. Warte mal, was kann ich denn jetzt noch machen? Wenn, aus den Sachen, die ich jetzt bekommen habe, kann ich machen. Nichts. Mensch. Das ist ja unglaublich. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich kann nichts machen. Absolut nichts. Dann gehen wir mal weiter. Mal sehen, wer mich jetzt anspringt. Okay, warte, warte, warte. Ach, ich muss mir jetzt mal richtig hinsetzen hier, ey. Kommen bestimmt noch mehr. Das war es bestimmt noch nicht. Aber so krass, wie die drauf sind, glaube ich nicht, dass es hier Infizierte gibt. Die haben bestimmt hier gut gesäubert. Da kann ich lang. Ich guck noch mal hier hinten. Kletter mal hier hoch, genau. Ah, Zeug. Okay, jetzt kann ich, glaube ich, schon langsam mehr machen. Ja, jetzt kann ich spätestens was machen, oder? Spätestens jetzt kann ich... Ja, warte mal, halt. Ich kann noch einen Schalldämpfer machen. Ja, warum nicht? Ich habe immer noch genug von den Sachen. Hier mal nochmal Flüssigkeit. Alter, ich denke immer, hinter mir lädt einer eine Waffe nach, ne? Das klingt halt immer so komisch so. Und an der Stelle endet wieder diese Folge The Last of Us Part 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal hier in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Last of Us 2, sondern auch zu anderen Let's Plays. Schaut auch gerne in die komplette Playlist rein, damit ihr kein Video überspringt. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge The Last of Us Part 2. Bis dann, ciao, ciao.